schau doch mal, was wir hier haben. Ich glaube, wir liegen auf dem Grund. Mr. Waller. Jonas ist jetzt auch mit dabei. Jo. Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hals Maul, da beißt noch was. Ich war in den letzten Wochen mit den Jungs zusammen immer mal ein bisschen auf Aal und auch leicht auf Zander unterwegs. Wir waren ein paar verschiedenen Gewässertypen, immer in einem anderen Setting. Mal war Jonas mit, mal war Sascha mit, mal waren wir am stehenden Gewässer, mal waren wir am fließenden Gewässer. Die Sessions habe ich euch alle mal so ein bisschen zusammengeschnitten und die seht ihr jetzt. So Leute, hier seht ihr mal meine Montage für heute. Knicklichtpose 2 Gramm hier ausgebleit. Ich habe gerade mal gelotet, also so um die 2 Meter tief ist es und ich habe es jetzt so eingestellt, dass mein Vorfach hier 70 cm zur Hälfte etwa auf dem Boden liegt und hier als Köder kommt jetzt hier eine kleine Rotfeder am Einzelhaken. Naja, kommt hier noch ein Knicklicht rein, wenn es wirklich nötig ist von der Beleuchtungsstärke her. Ja, also die geht jetzt erstmal raus nah an die Mauer drüben. Ich fische hier mit einer Posenmontage. Ja, 2 Tauwürmchen drauf. Die Tauwürmer liegen auf dem Grund. Die Pose ist so eingestellt, dass sie gerade so steht. Schauen wir mal, ob der Aal rangeht. Jo, Alter. Okay. Also entweder hängt er am Kraut, hast du dein, oder es ist ein echt guter Fisch. Ist ein guter Fisch. Richtig geil. Der erste Aal 2021 auf, man kann es hoffentlich noch sehen, Köderfisch. Richtig herrlich. Ich würde mal schätzen, ja, irgendwas zwischen 60 und 70 für einen Start in die Saison. Mega. Wir sitzen 3 Stunden vielleicht, 4 Stunden. Jetzt ist auf jeden Fall schon gut dunkel, ne? Also es ist jetzt schon nach 10. Freut mich. Richtig, richtig herrlich. Geiler Fisch. Hat einen ordentlichen Drill geliefert. Geil. Wir haben es jetzt 12:45, glaube ich, ungefähr. Und wir werden jetzt auf jeden Fall wieder heimmachen. Es hat sich jetzt nichts weiter an den Posen und an den Ködern getan. Aber ich muss sagen, so erster Aal der Saison hätte ich jetzt gar nicht mal so krass mit gerechnet, dass es jetzt heute läuft. Herrliches Tier, würde ich sagen, auf jeden Fall. 17 Meter ist gut. Hätte noch mehr jetzt gehen können, ne? Wir sind jetzt hier mit 4 Routen da. Hätten wir uns ein bisschen mehr noch erhofft an Aktion, gerade auf dem Wurm. Irgendwas noch an Weißfisch, Beifang, Barsche, Brassen, irgendwas. Aber trotzdem, alles in allem sind wir auf jeden Fall sehr zufrieden. Morgen soll es nochmal eine Nacht rausgehen mit Übernachtung komplett. Da ist Jonas auch nochmal mit dabei. Ich würde sagen, wir switchen einfach vor, direkt zu dem Tag und wir sehen uns gleich am Wasser. So Leute, da sind wir wieder. Ihr seht's, Jonas ist jetzt auch mit dabei. Und nachdem der Start in die Aalsaison gestern schon so richtig, richtig herrlich begonnen hat, sind wir heute nochmal ans Hausgewässer gefahren. Hier an eine Ecke, an der wir jetzt auf Karpfen noch nicht so häufig gefischt haben. Aber hier ist eine richtig geile Ecke mit richtig viel Totholz drin. Ne? Hier so ein richtig kompletter Baum liegt hier mit drin. Und wir haben uns heute vorgenommen, eine kurze Nacht noch zu machen. Aber diesmal im Vergleich zu gestern halt einfach mal komplett über Nacht zu bleiben. Und auch die Morgendämmerung morgen früh mitzunehmen. Wir hoffen, dass jetzt diese kurze Nacht uns jetzt hier mit der Morgendämmerung am morgigen Tag nochmal ein paar schöne Fische hier beschert. Wir werden ebenfalls uns wieder auf Zander und Aal hier eingrenzen. Aal konnte ich selber hier in dem Teich schon fangen. Zander haben wir ehrlich gesagt hier an unserem Hausgewässer gar nicht mal so eine große Ahnung, was jetzt hier drin ist. Wir lassen uns komplett überraschen. Wir werden auf jeden Fall jetzt mal aufbauen über den Tag bis in die Dämmerung rein und wahrscheinlich bis wir dann irgendwann später pennen gehen, werden wir hier mit Knicklichtposen fischen und ab Abenddämmerung werden wir dann nochmal umbauen auf Spirulino-Montage. Kennt ihr ja von uns eigentlich aus vergangenen Videos auch schon. Können wir euch aber trotzdem dann nochmal schön zeigen, wie die Montagen aufgebaut sind. Heute haben wir nochmal ein bisschen mehr Zeit als gestern. Los geht's, wir bauen auf. Die Routen sind ausgebracht. Ich habe jetzt beide meine Posenmontagen erstmal mit einem Wurm bestückt. Jonas? Ich habe jetzt meine beiden Routen erstmal auf
Pose mit Mais dran rausgebracht, weil ich mir überlegt habe, mir noch einen kleinen Köfi zu fangen, der vielleicht ein bisschen größer ist als die ganz kleinen, die Eric jetzt dabei hat, weil ich meine eine Fiederrute ist mir kaputt gegangen auf dem Weg hierher. Ich habe aber noch eine Nummer schwerer dabei und da würde ich gerne einen größeren Köderfisch ranmachen. Vielleicht dann eher weniger auf Aal, aber auf Zander, Hecht und vielleicht Wels, es sollte alles drin sein. Mal gucken, was so geht auf eine Nummer größer. Also jetzt über den Tag nutzen wir auf jeden Fall alles jetzt hier, um eventuell auch nochmal was an Beifang zu bekommen, denn ich denke jetzt eigentlich mal, dass die Aale bei dem Sonnenwetter, was wir jetzt heute haben, mit ihren Köpfen noch sehr tief in ihren Verstecken drin hocken. Und jetzt über den Tag, glaube ich, die Chance, die 2-3 Stunden, die wir jetzt hier noch haben, die Sonne definitiv noch da ist, ja, da wird jetzt hier, glaube ich, kein Aal gehen. Und deshalb schauen wir jetzt erstmal, ob hier irgendwas anderes auf Wurm bei mir jetzt erstmal beißen würde. Ich habe jetzt leider hechtmäßig jetzt nichts dabei, nicht die richtigen Vorfächer, nicht die richtigen Fische. Jonas hat schon gesagt, ich habe wieder aus dem Eis kleine Rotfedern dabei. Eine super Größe, so für Aal 6-7 cm. Ein Zander packt sich sowas auch. Wir wissen ja überhaupt nicht, was hier an Bestand drin ist. Aal, wie gesagt, schon mal einen gefangen. Aber ansonsten ist das heute jetzt auch eher nochmal so ein bisschen Premiere. Wir hoffen einfach mal hier, dass diese Stimmung vielleicht jetzt hier am Tag mega, mega warm und dann die Abkühlung in der Nacht, dass das dafür sorgt, dass die Fische jetzt hier passiv am Tag sind und am Abend dann richtig mit Heißhunger hier durchs Gewässer ziehen und sich alles reinschnabulieren, was sie finden können. Ich denke mal, sowohl die schönen maukenden Rotfedern aus dem Eis als auch die saftigen Tauwürmer sind dafür ein Aal hier willkommener Happen. Haben ja auch einen sehr guten Geruchssinn, aber wir fischen trotzdem relativ nah hier an den Hindernissen dran. Drückt uns die Daumen, Leute, dass hier noch mehr bei mir für einen Rauch rauskommt hier, dass wir nochmal schön Aal räuchern können oder so. Wäre auf jeden Fall yummy, yummy. Die Karpfen sind auf jeden Fall schon mega aktiv. Ne? Ich habe es vorhin schon angesprochen mit Jonas. Also wenn wir hier zum Aalangeln herfahren, dann wären natürlich perfekte Bedingungen hier fürs Karpfenangeln. Also hier irgendwie die Graser an der Oberfläche, die rasten komplett aus. Kann natürlich auch sein, dass sie jetzt gerade hier so in Laichstimmung kommen. Jetzt gönnen wir uns erstmal kleines Feierabendbierchen. Ne? Wochenende. Brösterchen. Prost. So, easy and Schneider, würde ich sagen. Nice. Ab der kommt dann heute Abend an meine große Route. Wie ich vorhin ja schon angekündigt habe, habe ich hier meine größere Karpfenroute eigentlich mit, um mit einem etwas größeren Köderfisch auch ein bisschen auf Hecht und vielleicht Wels zu gehen. Ja, nachdem Eric jetzt seinen schönen Aal gefangen hat, ist es das Zeichen, dass das Beißfenster offen ist und wir probieren es mal. Wir haben es hier um die Ecke vorhin ein bisschen Rauben hören und dementsprechend werde ich da jetzt mal meine Route ablegen. Heute selbes Setting wie gestern. Einzelhaken, hier einen relativ großen, den ich hier jetzt so hinterm Kopf aufgefädelt habe bei der kleinen Rotfeder. Kann man auch hier durchs Maul machen. Ganz normale, easy Laufposenmontage. Ja, jetzt kommt langsam die frühe Abenddämmerung. Da steige ich jetzt auf Köfi um. Bei uns setzt die Dämmerung ein. Meine beiden Knicklichtposen sind jetzt hier direkt vorm Ast platziert. Da habe ich eben gerade bei einem Biss wahrscheinlich einen Fisch verloren. Auf jeden Fall hing meine Montage in einem Ast unterirdisch drin. Wir fischen halt nah am Hindernis, aber dort sind auch die Fische. Jonas hat sich endlich was angezogen hier. Ja, und jetzt warten wir einfach noch ein bisschen. Hä? Ich habe euch ja gesagt eigentlich, dass ich gerne jetzt mit einem Spirulino angeln wollen würde. Aber jetzt ist mir natürlich aufgefallen, ich habe gar keine Spirulinos eingepackt. Das war wieder ein klassischer Eric-Move. Bisschen verpeilert. Und das heißt, ich werde jetzt improvisieren. Und mach das so, dass ich jetzt meinen Köderfisch ganz einfach an freier Leine anbieten werde. So Leute, so sieht das jetzt hier bei meiner abgelegten Route aus. Ne? Elektronischer Bissanzeiger. Spule ist offen und hier oben im Gummi hängt meine Schnur einfach eingehängt. Hier ein kleiner Mr. Zweig drin, der das Ganze auf Spannung hält. Auch eventuell Fallbisse erkennt und ansonsten dafür sorgt, dass halt einfach die Schnur hier gestrafft bleibt, wenn jetzt ein Aal auch abziehen sollte. Die Schnur wird dann hier rausgelöst, kann frei ablaufen und ich kriege dann mein akustisches Signal. So werde ich jetzt heute Abend dann beide Routen ablegen an freier Leine. Ansonsten halt auch dasselbe Prinzip mit Spirulino. Echt leichte Bisserkennung und halt vor allem für empfindlich beißende Fische wenig Widerstand beim Abziehen. Die kleine Wels hat sich hier die kleine Rotfeder reingeschlüpft. Herrlich. No. Also beim Aalansitz. Auch bei uns am Hausgewässer. Bleibt man nicht verschont von. Herrlich. Schon ein sehr schönes Tier. Petri, mein Freund. Danke, danke. Ich habe mir hier mal in den Morgenstunden die Zeit
ein wenig mit Stalking vertrieben und schaut doch mal, was wir hier haben. Einen kleinen Karpfen. 46 hat er. Leute, schicki. Das ist doch ein schöner Start in den Tag. He? Schön auf Mais. Herrlich. Beim Angeln mit Mais jetzt hier nochmal eine kleine Brasse eingestiegen. Nicht der Zielfisch, aber Mais scheint zu laufen. Bin ich von dem Gewässer am Tag gar nicht gewohnt. So Leute, unsere Session ist wieder am Ende. Wir haben eingepackt, wir fahren jetzt nach Hause, sind länger geblieben, als wir es eigentlich vorhatten. Konnten einen unserer Zielfische auf jeden Fall abhaken, aber insgesamt muss ich sagen, ich bin mit der Menge an Arten, die wir hier heute oder gestern und heute hier rausleiern konnten, auf jeden Fall sehr überrascht. War schon auf jeden Fall für eine Nacht jetzt hier nicht verkehrt. War eine schöne Session, wir sehen uns. Ciao. Heute nochmal an einem sehr, sehr kleinen Graben hier, an dem ich bisher tatsächlich noch nicht gefischt habe. Heute will ich es jetzt wirklich nochmal final probieren, hier nochmal einen Aal oder Zander rauszuleiern. Werde jetzt heute beide Routen mit Köderfisch fischen. Ich denke auf jeden Fall, das Gewässer macht hier gut einher. Es gibt sehr, sehr viele Hindernisse im Wasser, ne? Also sehr viel so an überhängendem Gestrüpp, an Ästen und so weiter drin. Drückt die Daumen, letzte Nacht für dieses Video. Leute, es hat jetzt gar nicht lange gedauert und Tauwurm mit einem kleinen Stück Fischfetzen hat hier einen Aal gebracht. Ich werde ihn gleich mal auf die Matte packen und messen und dann zeige ich ihn euch nochmal. Richtig herrlich. Letzter Tag bringt nochmal Zielfisch. Da ist der gute Fisch. Glatte 70 cm nochmal. Tauwurm mit einem kleinen Stück Uklei auf dem Haken hat jetzt hier gegen 11 Uhr den Fisch gebracht. Bin super happy. Ich werde auch dieselbe Montage jetzt nochmal so rausbringen und hoffe, dass wir hier nochmal mit so einem wunderschönen Fisch belohnt werden. Nice, ich freue mich. Ihr habt es gesehen, letzte Session dieser schönen kleinen Vlog-Reihe, sag ich jetzt mal. Waren ja jetzt mehrere Sessions. Heute nochmal zum Abschluss. Zum Glück erfolgreich gewesen. Wir haben uns ja aber eigentlich ein paar schöne Gewässer ausgesucht jetzt hier. Unterschiedliche Gewässertypen. Wenn euch das gefallen hat jetzt hier in diesem Vlog, könnt ihr ja nochmal Bescheid sagen, denn ich plane eigentlich auch nochmal ein Aal-Video für euch insgesamt zu machen. Vielleicht nochmal die verschiedenen Gewässertypen, wie gehe ich am Stillgewässer, am Fließgewässer etc. vor. Sagt da mal in den Kommentaren unten, ob ihr darauf Bock hättet, ob euch sowas mal interessieren würde, gerade vielleicht in Bezug auf Angeleinsteiger, was das Aalangeln angeht. Ja, ich werde auf jeden Fall jetzt hier meine Routen rausholen. Wie gesagt, war lange genug. Ich habe noch ein bisschen Heimweg vor mir. Habe jetzt auf jeden Fall von diesen Sessions zwei schöne Fische, die ich mir, denke ich mal, in Rauch hängen werde. Oder vielleicht werden sie auch gebraten. Mal sehen. Vielleicht gibt es da für euch auch endlich mal wieder ein neues Hals-Maul-Das-Kann-Man-Noch-Essen-Video. Wir werden sehen. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video von Hals-Maul-Da-Beißt-Noch-Was. Nutzt dieses geile Hochsommerwetter, Leute. Also die Aale haben auf jeden Fall richtig Bock. Ansonsten geht angeln auf was ihr wollt. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielleicht im Vlog, vielleicht in einem richtigen Video. Macht's gut, Leute. Fangt Fische. Wir sehen uns. Ciao.